So, weiter geht es nun mit dem vierten Teil zum jQuery Mobile Tutorial und da möchte ich euch dann jetzt zeigen, wie man Navigation aufbaut. Bevor ich jetzt aber darauf direkt zu sprechen komme, möchte ich mich an dieser Stelle ein einziges Mal revidieren. Oh, oder hört sich jetzt so an, als wenn ich mich nie revidieren müsste. Nee, Quatsch, aber ich muss mich halt einmal revidieren. Ich habe euch ganz zu Anfang, ich glaube im zweiten Tutorial erzählt, dass wir hier nur Diffs benutzen können, dass das Ganze ansonsten nicht funktioniert. Irgendwie scheine ich da irgendwas falsch gemacht zu haben, aber tatsächlich ist es natürlich so, dass ihr vollkommen korrekt HTML5 benutzen könnt. Also deswegen, wie gesagt, da nochmal einen Schritt zurück. Der Semantik wegen lassen wir natürlich die Diffsuppe sein und gehen hin und sorgen dafür, dass wir hier tatsächlich die semantisch korrekten Tags benutzen. In diesem Fall würde ich dann zum Beispiel vorschlagen, dass wir eine Page, eine Seite mit dem Tag Section versehen. Also, dass wir hier keinen Div mehr benutzen, sondern halt einen umschließenden Container, der diesmal den Typ Section hat. Wir würden dann zum Beispiel die Navigation in einen Tag packen, eben mit dem Attribut Nav. Also hier, dass wir so einen Nav-Tag haben, den Header eben in einen Header. Hier könnten wir zum Beispiel einen Artikel oder auch wieder eine Section draus machen und hier eben den Footer. Das habe ich jetzt hier noch nicht umgeschrieben, aber ich wollte mich an dieser Stelle einfach nochmal revidieren. Ich habe euch da am Anfang tatsächlich Mist erzählt. Ich habe es selber nochmal ausprobiert, weil ich das einfach nicht glauben konnte, dass auch in einem HTML5-Framework die Standard-HTML5 Text nicht funktionieren, wäre ja völliger Quatsch gewesen. Und ich habe irgendwie, wie gesagt, irgendwas falsch gemacht. Ich weiß nicht genau was, warum es dann nicht richtig angezeigt worden ist. Ist ja auch egal. Fakt ist, es funktioniert. So, was ich aber eigentlich jetzt erklären wollte, ist halt eben die sogenannten Navigationen. Und wir haben im Video davor uns schon diese Control Group hier angeschaut. Das heißt, wir haben dann hier eine Gruppe von Buttons, die eben in diesem Fall untereinander oder auch nebeneinander angezeigt werden kann. Also das heißt, wir können hier zum Beispiel auch das benutzen für Buttons im Fließtext, wie auch immer. Es gibt aber zusätzlich noch die sogenannte Navbar. Und die Navbar ist quasi das, was ich empfehlen würde, auch bei einer Navigation einzusetzen. Wir haben nämlich dafür dann tatsächlich eine ungeordnete Liste, wie man das halt eben aus dem normalen Webdesign kennt. Machen die mal hier eben auf. Und machen da mal eben die LIs draus. So, jetzt haben wir eben hier ein Menü mit drei Links. Die sollen natürlich jetzt nicht alle auf eine Dialogseite verweisen, sondern ruhig einfach auf ein normales Dokument. So, wenn wir uns das jetzt angucken, sieht das so aus. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere Buttons direkt so als horizontale Navigation direkt nebeneinander. Und auch da kann ich in diesem Fall jetzt tatsächlich nur wieder empfehlen, schaut euch die Referenzseite an. Einen Moment, ich muss sie mal eben wieder rausholen. So. Und da sehen wir jetzt hier diese einfache Navigationsbar und ihr seht schon, hier ist sie dann halt eben mit zwei Buttons oder mit drei Buttons. Und sobald wir halt eben mehr als fünf Buttons nehmen, werden diese dann aufgetrennt in zwei Kolumnen zum Beispiel, in zwei Spalten. Oder man kann das Ganze eben auch so gestalten. Wir können zum Beispiel dann auch eine Navigationsbar in einen Footer reinpacken. Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, deswegen hab ich mich hier auch so ein bisschen verleiten lassen. Ich verstehe nicht so ganz, warum man hier auf der offiziellen Seite tatsächlich überall nur Diffs benutzt und nicht tatsächlich dann wirklich auch eben Footer einsetzt. Oder halt eben hier in diesem Fall dann für die Navigationsbar eben das Tag Nav. Kann ich euch nicht sagen, verstehe ich selbst nicht. Soll jetzt aber auch erstmal egal sein, es geht ja jetzt in erster Linie um diese Navigationsbars. Wir haben jetzt hier tatsächlich also eine ganz einfache. Und jetzt sehen wir hier unten schon, wenn wir runtergescrollt sind, es gibt natürlich auch die Möglichkeiten, dann Icons in diesen Navigationsbars einzubinden. Und dafür müssen wir einmal erstmal festlegen die Position. Das heißt also, hier seht ihr schon Data Icon Position Bottom. Und da gibt es dann natürlich auch eben wieder die verschiedensten. Und da gehen wir jetzt auch nochmal hin, machen uns zusätzlich dazu die Data Attribut Referenz auf. So, und da sehen wir hier schon die Data Icon Position und auch das Data Icon. Das legen wir jetzt erstmal fest. Wir sagen jetzt erstmal hier, das soll eben unsere Startseite sein.
Nehmen wir das mal meinetwegen für den Kontakt. Und na, komm, wir machen einfach mal daraus Suche. Ist ja jetzt egal. So, jetzt haben wir eben hier unsere drei Buttons, eben mit dem Data Roll Button in einer Navigationsbar. Und wir geben jetzt hier erstmal einmal jeweils ein Data Icon. Ich will hoffen, euch ist das Getippe jetzt nicht zu laut, weil, wie gesagt, mein Mikrofon steht direkt neben der Tastatur und ist etwas empfindlich. So, wir haben also jetzt hier unsere drei Data-Icons und jetzt können wir hier mal gucken. Dann nehmen wir eben für die Startseite, würde sich ja tatsächlich anbieten, dann eben das Home-Zeichen zu nehmen. Also hier dann eben schreiben wir mal rein Home. So, dann würde ich sagen, was haben wir denn noch? Jetzt weiß ich schon wieder, Kontakt. Nehmen wir für Kontakt mal einfach den Info. Und für Suche eben, ich habe es gerade schon gefunden, Search. Gucken uns das eben wieder im Browser an. Und yay. Sieht doch ganz cool aus, finde ich, mit diesen Buttons. Was wir jetzt noch zusätzlich machen können, ist dafür sorgen, dass diese Buttons dann jeweils auch noch eine Position bekommen. So, dann haben wir Left, Right, Top, Bottom oder No Text. Das heißt, also, wir könnten dann hier zum Beispiel auch nur die Grafik anzeigen lassen. Und wir sagen jetzt einfach mal, nehmen wir mal Left. Und auch da seht ihr, wie relativ einfach das Ganze wieder hier zusammengebaut ist. Das lässt sich ja wirklich hier dann eben so ablesen. Und wenn es dann auch funktionieren würde, wäre natürlich super. Ihr seht, die Data Icon Position meines Home Buttons verändert sich derzeit nicht. Woran liegt's? Ich weiß es nicht. Data Icon Pos gleich Bottom. So, und das kommt davon, wenn man wieder nicht richtig liest. Ich habe das gerade nochmal ausprobiert und rumgetestet. Tatsache ist nämlich die Data Icon Position bei einer kompletten Navigationsbar. Das ist jetzt ein bisschen leicht tricky. Vergebt ihr in diesem Fall immer der kompletten Navigationsbar. Das könnt ihr auch hier noch einmal nachlesen. Hier. Das heißt also normalerweise, default sind die Icons in Navigationsbars immer Data Icon Position Top und ihr könnt das dann hier überschreiben. In diesem Fall also tatsächlich immer für die komplette Navigationsbar. Das heißt, ihr könnt hier dann eben diese Position auch auf Bottom eben setzen, meinetwegen. Gucken wir uns das mal eben an. So sähe das aus. Wenn wir jetzt aber wollen, dass das für die Icons selbst ist, das heißt also, dann würde das hier nicht funktionieren. Wir könnten zum Beispiel jetzt hier nicht einem Icon dann die Data Position Top geben. Das heißt also, ihr seht schon, hier wird dann die Data Position Top in dem Icon von der Data Position der Navigationsbar überschrieben. Das heißt also, wenn ihr jetzt wirklich, wobei das eigentlich relativ schwachsinnig wäre, die wechselnd haben wollt, also eins hier oben, eins unten und dann zum Beispiel da eins oben, dann müsste man da gegebenenfalls eben auf den Einsatz der Navigationsbar verzichten. Und müsste jetzt dann einfach, entweder die Links ganz normal so untereinander stellen und dann entsprechend formatieren. Zum Beispiel jetzt so. Dann seht ihr, hier haben wir zwei links und ein darüber. Oder man packt das Ganze dann eben wieder entsprechend in eine Control Group und formatiert dann eben wieder diese Control Group entsprechend. Warum das Ganze jetzt hier so nicht funktioniert, dass man also einmal das global für die Navigationsbar und dann gegebenenfalls auf Wunsch dann nochmal einzeln für die verschiedenen Buttons einstellen kann, weiß ich nicht. Aber vielleicht hängt es auch einfach damit zusammen, dass, wie ich gerade eben ja schon gesagt habe, dass unter Umständen vielleicht
relativ bescheiden aussieht, wenn die Icons hier so hin und her springen. Wir haben jetzt also dann gesehen, wie wir das Ganze soweit dann anpassen können. Wir haben natürlich jetzt immer noch hier das Standarddesign und wir können jetzt hier dann nehmen wir einfach mal E. Jetzt weiß ich gar nicht, ist bei E schon was hinterlegt. Ihr seht schon, manche Sachen teste ich mir ja auch gerade so ein bisschen zusammen. Das heißt also, hier muss man vielleicht auch mal, ihr habt jetzt vielleicht nicht gesehen, ich habe gerade ein bisschen rumprobiert. Also dieses Thema kann man dann also immer anscheinend tatsächlich wirklich nur auf den Button selber anwenden und eben wiederum nicht auf die komplette Navigationsbar. Das sind so Sachen, die erscheinen für mich eigentlich logisch. Die habe ich jetzt aber ehrlich gesagt vorher gar nicht so wirklich getestet. Ich habe einfach euch diese Navigation hier zeigen wollen und dabei ist mir eingefallen, dass ich euch auch zeigen kann, wie man darauf ein Thema anwendet. Und dabei fällt mir dann persönlich jetzt gerade eben halt direkt auf, wir haben also tatsächlich keine Möglichkeit, global das Thema festzulegen, wiederum aber global festzulegen, dass alle Buttons unten stehen sollen. Ist für mich so ein bisschen unschlüssig. Wie gesagt, von der Logik her hätte ich jetzt gesagt, dass man sowohl hier das Data-Thema dann angeben kann, aber in diesem Fall ist es dann wiederum so, dass wir das Theme dann eben für den Button festlegen und nicht für die komplette Navigation. Ja gut, es mag durchaus alles seine Berechtigung haben, da könnte man vielleicht, oder vielleicht haben die Leute das ja auch schon gemacht, ich weiß nicht, welcher genauere Sinn jetzt dahinter stand, aber hier, wie gesagt, könnte man meiner Meinung nach das dann auch noch so machen, dass man sowohl global als auch hier dann, ich würde sagen, oder schon lokal dann, also auf den Button bezogen oder global auf die Navigationsbar, dann jeweils das einbinden kann und zum Beispiel dann eben das hier das überschreiben würde, ist jetzt noch nicht so, kommt vielleicht noch, weiß ich nicht genau. Wir haben also, wie gesagt, jetzt hier gesehen, wie wir das Ganze dann zusammensetzen, wie wir hier dann ein eigenes Thema erstellen und wir können jetzt hier dann zum Beispiel auch noch dann die Buttons noch weiter anpassen. Wir können also zum Beispiel dann die Ecken ausschalten und so weiter und so fort. Also wir haben hier noch die verschiedensten Möglichkeiten. Ich guck mal gerade eben hier. Obwohl hier steht eigentlich, dass es funktioniert. Ihr seht schon hier, normalerweise haben die dann also den A, das Thema A. Okay, also wenn ich das hier richtig verstanden habe in Zeeming Navpath, dann ist es so, wenn man das Ganze zum Beispiel in einen Header packt und diesen Header, also diesen Header dann mit der Navigation befüllt und diesem Header dann das Data-Theme B gibt, in diesem Fall also zum Beispiel meinetwegen dann der kompletten Seite und nicht eben der Navigation. Wir machen das mal eben. Dann, okay, alles klar. Gut, das heißt also, man muss immer auf das Elternelement dann eben den Theme anwenden, dann funktioniert das Ganze wohl auch. Warum, wie gesagt, man jetzt hier das LI dann nicht. Ah, oder einen Moment, wir können mal hier noch eben was testen, indem wir das mal in die UL reinlegen. Da tut sich dann aber auch nicht viel. Okay, alles klar, bringt also hier nichts. Wie gesagt, also in diesem Fall dann eben das Thema, was ihr haben wollt, auf das Elternelement anwenden. Ihr könntet zum Beispiel jetzt sagen, wir bauen jetzt hier um diese Navigation, da die sich ja in unserem Seitenkopf befindet, eben auch noch ein Header-Tag drumherum. Geben dem dann Data. Header und eben dann auch dieses Thema. Dann würde das eben auch noch klappen. Das heißt also, wir könnten hier dann eben als Elternelement ein Header festlegen. Innerhalb dieses Headers liegt dann halt unsere Navigation. Dann würden wir natürlich der Korrektheit halber in diese Navigation dann auch, ach, in diesen Header auch unser H1-Tag mit einbauen und diesen Header dann zum Beispiel löschen.
dann sehe es eben so aus. Dann haben wir hier also, wie gesagt, auf unsere komplette Navigation das B-Thema angewendet und können dann eben doch noch gezielt hier das Einzelne überschreiben, eben unsere einzelnen Buttons, aber haben hier dann schon mal einen sauberen Style. Unabhängig davon ist aber der Footer halt immer noch in dem normalen Default 7. Ich glaube, das ist dann halt A abgelegt. Wie gesagt, ihr könnt euch hier mal so ein bisschen durchtesten und das Ganze, da werden wir auch in einem der späteren Videos drauf zu sprechen kommen, wie man sich dann an seine eigenen Themen erstellt. Also wenn ihr keinen Bock habt auf eins von diesen Standardthemen, was ja dann vielleicht ein bisschen langweilig ist, wenn das alle haben, dann gucken wir uns natürlich auch noch an, wie man sich daraus sein eigenes Thema erstellt. Unter anderem auch mit Fireworks und eben mit Dreamweaver. Das war es dann soweit eigentlich erstmal zu den Navigationen, wie wir die ganzen De Sachen soweit zusammenbauen. Im nächsten Video, ich habe mir das schon aufgeschrieben, soll es dann einerseits um die Vorstellung weiterer Elemente gehen. Wir haben ja bisher uns einfach nur angeguckt, wie wir hier tatsächlich so eine Navigationsbar einbauen und so ein kleines bisschen Inhalt drin haben. Aber da gibt es ja noch viel, viel mehr Möglichkeiten, die wir einsetzen können. Wir haben ja noch hier verschiedene Buttons. Wir haben zum Beispiel Akkordeons, die wir mitnutzen können. Und die wollen wir uns eben dann auch mal anschauen, damit wir noch so eine weitere Vorstellung davon bekommen, was da alles machbar ist. Ich hoffe, euch hat dieses vierte Video auch gefallen und ihr bleibt auch bis zum fünften mit dabei. Wie gesagt, wie immer gilt, sagt mir, wenn ihr was zu kritisieren habt, wenn euch was nicht gefallen hat. Nur daraus kann ich lernen und das Ganze dann auch später besser machen. Bis dann, ciao.